Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Hier im Kampf-Dojo und wir dürfen uns ein Pokémon aussuchen. Entweder Kikli, den Kicker. Möchtest du Kikli das Trittstarke, also betreten, nicht das Trittstarke Pokémon? Ich drück mal nein. Oder Nocturne, der Puncher. Möchtest du Nocturne, den Meister des Boxkampfes? Ich habe mir Gedanken gemacht und denke, ich hole mir Nocturne, weil Nocturne kann, erstens, mir gefällt er besser, und zweitens, er kann, er kann drei Attacken lernen, nämlich den, also, drei Attacken, die mich interessieren, nämlich den Eishieb, den Donnerschlag und den Feuerschlag. Das sind drei verschiedene Elemente und das ist doch schon praktisch. Ja, aus diesem Grund, Nocturne. Wir haben deinen Pokémon wieder fit heilen. Okay, mit dem geilen Pokémon. Bam, bam, bada, bam. Komm hier jetzt halt wieder vorbei. No problemo. What nu? Was haben wir denn hier? Psychologenhaus. Ja, was haben wir denn hier? Warte, sag kein Wort. Du suchst dieses hier, oder? Eddie erhält TM 29. Diese TM ist eine besondere TM. Eine meiner Lieblingsattacken. Des Typs Psycho. Wieso? Sie ist unheimlich stark. Sie enthält Psychokinese. Jeder hat bestimmt mal davon gehört. Es meinte versucht Psychokinese zu, aber es meinte kann nicht mehr als wir Attacken lernen. Ja, es sollen Attacken vergessen werden. Nämlich eine, der Psychstrahl kommt weg. Smetbo hat Psychstrahl vergessen und Smetbo. Silfco Bürogebäude. Da gehen wir dann mal rein. Ich finde, das ist eine sehr geile Musik. Also mir gefällt sie auf jeden Fall. Eine Dame. Hey Kleiner, was machst du hier? Wie jedes Mal Timokel zerschlagen. Standard halt. Ja, ich verletze mich gerne selber. Level 41. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar zu Raichu. Und ich setze einen den Sternschauer. Zubat wurde besiegt. Noch ein Zubat. Noch ein Sternschauer. Ein Radikal. Ein Donnerblitz. Frisst das. Volltreffer. Radikal wurde besiegt. Bla bla bla. Zubat. Nein. Ups, das war. Wollte ich jetzt nicht mit dem Donnerblitz. Ich würde eigentlich einen Sternschauer machen. Ich bin ein Versager. Ja, das war mir bewusst, weil du diese schwarzen Klamotten trägst. Okay. Hau ab, du hast keinen Zutritt. I don't care. Who cares? Forscher, möchte kämpfen. Forscher, Satz macht das Video ein. Los, Taubos. Oh, oh. Und weg bin ich. Donnerschock. Ja, das kannst du mal knicken. Das war vielleicht ein Fehler. Ruckzuckieb, man wird besiegt. Er wollte aber über den Kampf geschickt. Ja, ich möchte mal Pokémon wechseln. Glurak. Schaufler. Und sehr effektiv wurde besiegt. Magneton. Oh, ja. Schaufler. Und
Das ist der Sieg. Zuschießt die Attacke sehr effektiv, ist eine Bodenattacke. Dam, da, da, da. Nicht schlecht, Herr Specht. Wer ist eigentlich dieser Herr Specht? Ein Mysterium. Es ist so. Diese Frage, sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Hey, du hast hier nichts verloren. Oh Mann, sagen jetzt alle den gleichen Text. Ja, du hast hier nichts verloren, du. Ja, und du? Toll, Tragosso, und ich hab wieder nicht gewechselt. Flügelschlag, oh Gott. Zubat, oh Gott, Zubat. Ob sich das lohnt? Irgendwas mit Hart und so. Bam, 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 bam. Ach, ja, ich weiß, wo ich lang will. Nämlich hier lang? Nee, ich gehe erstmal einen hoch noch. Ich möchte ja keinen Trainer auslassen. Oh, und dann gehen wir hier hin und hört nicht auf, uns zu nerven. Ach, er erinnert sich anscheinend an mich. Tut ja nicht jeder hier. Also die meisten kennen mich wahrscheinlich schon so, aber nicht richtig und so. Versteht ihr? Donnerblitz. Wer hätte es anders erwartet? Oh mein Gott, ein Hypno. Oh mein Gott, ein Hypno. Das ist ein Hypno. Und das ist mein Donnerblitz. Und der tut weh. Und er macht trotzdem noch eine Attacke. Das ist ja echt atemberaubend. Ich mach auch so viel. Und das ist der Sieg. Peitsche erreicht Level 41. Radikal wird in den Kampf geschickt. Dann holen wir mal Glurak raus. Schlitzer. Mal gucken, wie es wirkt. Volltreffer. Sieg. Schlitzer ist eine Attacke, die hat eine hohe Volltrefferrate. Ich gebe auf. Das macht diese Attacke so, ich sag mal, attraktiv. Aber ich hoffe, ihr wisst in welchem Sinne. Und wer bist du denn? Ich arbeite für die Silfco, was soll ich bloß machen? Ich bin das Bett. Was ist das hier? Nee, ich möchte dann doch noch nicht weg. Hier ist nix. Hier ist auch nichts. Wir erkunden erstmal das Gebäude ein bisschen. So. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silfco übernommen. Ja, das mag ja sein. Bam, 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 bam. Mach Hollo. Glurak. Und Glurak benutzt jetzt mal Schlitzer. Volltreffer. Das ist schön. Traumato wird in den Kampf geschickt. Nur ein Traumato. Naja. Ist recht schwach. Volltreffer. Und Glurak erreicht auch Level 41. Dam da 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 da. Ah, nee, das wollte ich nicht. Tausch. Du kommst jetzt hier hin. Ich finde die Musik ja mal so geil. Da 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 da. Eintrieb in Gesicht. Ja, und ich habe schon ein paar von deinen Freunden fertig gemacht. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Frag nicht, wie ich darauf jetzt komme. Flügelschlag, Battle. Fragosso, es hat keine Wirkung auf Taubos. Er hat wahrscheinlich Knochenmachang eingesetzt. Was eine Bodenattacke sind. Bodenattacken haben gegen Flug-Pokémon nichts verloren. Und da ist wieder einer vom Team Rocket. Soll dem Team Rocket gefällt mir Respekt. Na, niemals. Bam, bam. Hypno und ich mache Windstoß. Wieso mache ich Windstoß? Ich wollte Flügelschlag machen. Und ich habe ihn besiegt. Hust, hust. Naja. Noch ein bisschen Zeit haben wir.
Und der bist du denn? Was? Wer hat denn das Kind hier reingeladen? Oh mein Gott, das ist ja ein Gegner. Ein Jongleur arbeitet für Team Rockets. Okay. Kdabra. Taubos. Flügelschlag. Sie. Okay. Was gibt's zu erzählen? Ich bin heute richtig glücklich. Das ist ein Pantimo aus einem Pokémon, was wir noch nie gesehen haben. Ein Pantomime-Pokémon oder ein Mimik-Pokémon. Was uns natürlich nicht aufhalten soll. Pantimos wurden nämlich jetzt besiegt und Taubos erreicht Level 42. Das heißt, dieses Geräusch brauchen wir jetzt erstmal nicht zu hören. Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, ist das nicht toll und peinlich für dich? Dann kommt Raichu jetzt, weil Raichu auch etwas verletzt ist. Und dann lesen wir eine Runde. Ein Artikel über Pokémon. Porygon. Pokémon Labor zeugt virtuelles Pokémon. Porygon ist ein Pokémon, was von Team Rocket gezeugt wurde. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Mag sein. Ein Report über Pokémon. 4 Pokémon entwickelt sich nur beim Tausch über Linkkabel weiter. Das hatten wir schon. Kadabra, Mashok, Apollo und Georok. Hey du, wir entwickeln in diesem Labors neue Pokébälle. Okay. Dann, Forschungsche kämpfen. Mein Magneton. Mega Heap. Machen wir noch einen Mega Heap. Ein Smogon, das kriegt man Donnerblitz ab. Ein Swagwalk, das kriegt das Recht einen ab. Ein Magnetit, das kriegt wieder einen Mega Heap ab. So viel zu dem Forscher. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Wer das wohl ist? Rocket möchte kämpfen, setzt Arbok ein. Ich mache Donnerblitz. Das sollte ihm auch den Rest geben. Ja, das tut es. Eddie besiegt Rocket. Schluss aus. So. Eddie findet, ich hab's nicht gelesen, Türöffner, hey! Ja. Ups, das wollte ich nicht. Egal. Ich wollte erstmal so per Fuß halt weitergehen. Um mal ein bisschen zu erkunden. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen was. Ich könnte mal hier versuchen. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. Du kannst keine weiteren Items tragen. Alles klar, Leute. Ich mache mich mal auf den Weg Richtung Pokémon Center. Ja, mach mal Pokémon bitte nochmal fit. Ja, mein Pokémon sind jetzt topfit. Nein, ich wollte nicht Bills PC. Ich wollte den PC von Eddie. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Ablegen. Nein, stopp. Ablegen. Fahrrad, den brauche ich jetzt. Das brauche ich jetzt nicht. Werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Silphscope brauche ich jetzt auch nicht. Die VMs. Kann ich alle ablegen. Die Pokeflöte. Es gibt kein Relaxo mehr. Dann die VM3. Die VM4. So wie die Profi-Angel, da ich ja die Super-Angel habe. Und die normale Angel habe ich schon gar nicht mehr. So, das war Pokémon Blau für heute. Was mich angeht, ich nehme noch weiter auf heute, aber ihr seht ja nur eine Folge pro Tag. Also gehe ich noch ein bisschen und ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und
Ja, ciao.